Film schon. ja, hi Polizei. Say what you think. Hi meine lieben Leute, ich bin's mal wieder, euer Sanchez Free, back in der Schwitz wie nie und ja, völlig überdreht, weil ich habe heute den Schlüssel für meine neue Wohnung gekriegt. Filmst du auch mich und nicht die Decke? Ja. Gut. Ja, mit mir ist der Kevin wieder mal, der Linotex. Und wir sind jetzt gerade mit ein paar Kisten wieder unterwegs in die neue Wohnung. Und ich zeige euch die dann gleich. Ja, bis nachher. So Leute, jetzt sind wir in der Wohnung. Direkt auf dem Balkon. Zeige ich euch doch mal die Räumlichkeiten. Drehen wir mal um. Das ist der Kevin, der ist nicht im Inventar gekriegt. Der neue Router steht schon bereit, da bin ich jetzt am Schauen, ob er funktioniert, weil das sollte ab heute funktionieren. Das wäre dann das Wohnzimmer mit Küche. Richtig sexy, neue, ganz neu, alles frisch renoviert, wie glaube ich schon angekündigt, gewisse Wissen vom Discord her. Und vor allen Dingen, Leute, den Abzug hier, ne? Ich feiere den so, weil der hat noch indirekte Beleuchtung hier unten. Das sieht man jetzt auch vielleicht schlecht, weil Tageslicht und bla bla bla. Dann hier, ja normal, was in der Küche halt so hat, ne? Schränkchen, Blanche, Gedöns. Kühlschrank und so weiter, steht auch schon ein bisschen was drin. Mit Gefrierschrank unten, den mache ich jetzt nicht auf, sonst habt ihr kalt. Dann gehen wir hier mal, da kommt dann das Studio-Reich rein, Streaming-Dingsbums. Hier ist Badewanne, dann hier ist die Toilette, ne? Auch mit Lavabo natürlich. Dann hier kommt das Schlafzimmer rein. Und hier kommt das Büro. Alles ganz gediegen. Hier noch ein paar Wandschränkchen mit Garderobe. Die Garderobe finde ich vor allem geil. Überall oben noch so. Scheiße. Hier so Schränke. Also Platz habe ich echt genug in der Wohnung, muss man schon mal sagen. Hier kommt der Vermieter noch eine Lampe hinbauen, so eine LED-Lampe. Stromsparen natürlich. Muss noch einiges gemacht werden, so, weil wie gesagt, die ist frisch renoviert. Also ein, zwei Sachen hat er noch gesagt, die gemacht werden. Ein Abfalleimer für unterm Lavabo da. Und Besteckschubladen eindingseln, ne? Ja. Ja, aber das Gemütlichste ist ja hier der Balkon. Nicht mehr ganz so eine schöne Aussicht wie früher, aber wenn da hinten der Sonnenuntergang ist, wird das natürlich geil aussehen. Ja, das war die Wohnung. Vielleicht zeige ich morgen noch ein bisschen, wie wir umziehen. Einige Kisten haben wir schon rübergefahren. Wir werden noch ein paar rüberfahren und wenn der Kevin dann seinen Schniniskus da nicht so spürt, dann holen wir noch einen Sofa, dann kann ich nämlich heute schon hier pennen. Also falls das Internet wirklich funktionieren sollte, das muss ich jetzt testen, aber das teste ich nicht mit euch, das teste ich alleine. Jo, guten Morgen Leute, wir haben 12 nach 2 Uhr morgens. Ich kann nicht pennen, keine Ahnung warum. Hier muss ich hinschauen. Bin jetzt gerade noch ein bisschen den Krimskrams am Packen, was man so am letzten Tag noch so gebraucht hat, ne? Und versuche irgendwie wach zu bleiben. Habe ich vorhin noch ein Müsli reingewürgt auf Krampf. Ein bisschen Fernseh schauen noch, also so im Hintergrund, ja, und jetzt noch ein bisschen packen. Hier ist immer noch Duster. Ist das also normal um 2 Uhr morgens, wa? Ja, ein bisschen was zu machen gibt es noch. Ich muss das Bad noch, also da die Badeutensilienzeug muss ich noch zusammenpacken und Drucker und so weiter. Also muss ich nicht packen, aber ja, muss man halt dann alles noch runterschaffen. Den Mietbus habe ich schon bereit vor der Eingangstür, von dem her. Kann ich dann, wenn die Nachtruhe vorbei ist, eigentlich direkt loslegen mit ein bisschen Möbel runtertragen, bis um 9 Uhr dann die Kollegen kommen, um zu helfen. Also ich werde euch dann wahrscheinlich wieder ein bisschen Bescheid geben, ein bisschen zeigen und so weiter. Also schauen wir mal, ob ich noch wach bleibe oder jetzt. Leute, wir haben
haben jetzt Sonntag nach dem Umziehen. Sorry, dass ich gestern nicht gefilmt habe, aber wir waren so alle im Stress und nachher todmüde, da hatte ich keinen Bock mehr, irgendwas aufzunehmen. Ich bin jetzt noch mal ein, zwei Mal, muss ich noch zu der alten Wohnung fahren, noch ein paar Reste holen, so hier, wie ihr seht. Und ja, ihr habt vorhin die Musik gehört, ne? Das wurde heute Morgen um 9 Uhr abgespielt beim neuen Ort. Wahrscheinlich, weil Pfingstsonntag ist oder so. Ich wurde mit so schöner Musik geweckt, der Klavierzeug, es war wow. Ich dachte zuerst, es sei ein Nachbar und ich habe mich so gefragt, welcher Bekloppter spielt denn am Sonntagmorgen schon Klavier? Dabei war es im Dorf. War auch noch geil. Ja, jetzt steht eigentlich nur noch Wohnung ganz leer machen, putzen bis Dienstagabend und dann ist dann Wohnungsabgabe. Die neue Wohnung sieht aus wie Sau, also vom Vollgestellten her mit Kisten und so. Das alles einzurichten braucht dann auch noch eine Zeit. Eigentlich wollte ich das ja heute streamen. Wenn ihr das Video seht, also heute Sonntag, am 31. wollte ich das eigentlich streamen, wie ich da ein bisschen einrichte und so weiter. Aber da Internet erst am Dienstag geht, weil irgendeine Brücke oder Plombierung noch entfernt oder gemacht werden muss, geht das jetzt nicht. Also ich könnte schon streamen übers Handy, aber es ist halt immer das Ding rumschleppen, habe ich keinen Bock und Hotspot. Ne. Es würde gehen, aber es bringt noch nichts, sagen wir es mal so. Wir holen das nach. Wenn ich dann auch noch ein paar Sachen eingekauft habe nächste Woche, aber geht ja nicht vor Dienstag, weil Montag ist ja auch geschlossen alles. Ja, und dann schauen wir mal. Alte Wohnung, ade. Bis später. Jo, meine lieben Leute, ich bin's mal wieder. Sorry, während dem Umzug hatten wir überhaupt keine Zeit. Ich bin jetzt in der neuen Wohnung seit Tag 2. Gestern habe ich die alte Wohnung abgegeben, erfolgreich zum Glück. Und bin jetzt ein bisschen am Einrichten. Natürlich fange ich wie gewohnt mit dem Studio an. Das Pult steht schon. Jetzt bin ich gerade das Bildschirm am Ausrichten, schauen, wie das zweite Pult genau hinkommen soll. Und ja, gepennt habe ich noch auf der Couch, da noch kein Bett da ist. Das wird dann noch geliefert, sobald ich es bestellt habe. Das geht dann aber im Laden selbst anschauen. Ja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter, zeige euch zwischendurch mal ein bisschen Fortschritt. Danach kommt dann Küche dran, noch fertig einzubauen, Wohnzimmer, Büro. Wobei, Büro fange ich erst an, da muss ich noch einen Schreibtisch kaufen, muss den Ex-Server hier, also Ex-Test-Server hier, muss ich dann noch aufsetzen mit ein bisschen Windows und so Zeug. Ne? Damit man dann auch Büro walten lassen kann. Oder so. Ja gut, also bis später und haut rein! Jo, langsam nimmt es Form an, die ganze Sache. Ne? LED-Leiste ist angeklebt, Bildschirme hängen. Jo, machen wir weiter. Ja Leute, tut mir leid, ich bin immer wieder ein bisschen am Weitermachen gewesen. Jetzt sind schon wieder ein paar Tage vergangen seit dem letzten Cut. Dafür steht das Bett schon. Was heißt schon, ne? Hat genug lange gedauert, bis ich wieder mal auf dem Bett schlafen kann. Was ich nicht wusste, ist, dass sogar noch ein Nachtschrank mit dabei ist, den ich noch aufbauen muss. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gecuttet habe, aber es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, weil ich habe jetzt beschlossen, ich werde das ganze Zeug hier nicht Schritt für Schritt zeigen, wie das aufgebaut wird, weil sonst seht ihr eigentlich dann, also sehe ich dann die Roomtour als sinnlos, deswegen machen wir das einfach so, wir machen jetzt hier Ende Gelände. Und dafür streame ich heute. Wir haben heute den 15.06. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber heute tagsüber werden wir streamen. Ein bisschen Warzone, IRL und so weiter. Mal schauen, was da genau abgeht. Ich habe auch meine Twitch-Panels ein bisschen aktualisiert und nochmal irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Und dann machen wir dann einfach, wenn ich komplett fertig bin, die Roomtour und dann seht ihr genau, wie die neue Wohnung aussieht. Und in dem Sinne hoffe ich, ich kann euch im Stream begrüßen heute. Es wird auch jetzt einen Tag in der Woche geben, wo ich definitiv streamen werde. Ich werde den aber noch genau ausdenken müssen. Wird dann auf dem Twitch-Zeitplan veröffentlicht. Also bitte folgt mir auf twitch.tv/sanchez3. Link ist in der Description unten, damit ihr keinen Stream verpasst. Vielleicht, was aber noch nicht sicher ist, werde ich simultan jeweils auf YouTube streamen, da ich ja keinen Exklusivpartnervertrag habe, sondern nur Affiliate, ist das mir dementsprechend möglich.
Aber die VODs sind erst 24 Stunden später frühestens auf YouTube dann ersichtlich, falls ich VODs mache. Beziehungsweise Streamcuts, um die coolen Szenen zusammenzuschneiden. Also bleibt dran, bleibt wie immer dran und dafür bin ich euch auch sehr dankbar, auch dass neue Abonnenten dazugekommen sind, obwohl ich gar nichts gemacht habe, was sich definitiv ändern wird. Ich habe es wirklich fest vor, ich kann aber nicht versprechen, wie oft und was da alles kommen wird, weil es bringt nichts, wenn ich dann irgendwie wegen Real Life das nicht einhalten kann. Deswegen hoffe ich, dass die treuen Leute, die bis jetzt immer treu waren und immer nachgefragt haben, wann wieder was kommt, am Ball bleiben und ja, bis dahin wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Peace out, euer Sanchez. Say what you think.